Hast du dich auch schon mal gefragt, welche Unterschiede es bei den Nachtsichtmodi zwischen Ghost Recon Wildlands und Breakpoint gibt? In diesem Video schauen wir uns alle Sichtmodi der beiden Spiele an. Das Video habe ich außerdem in Kapitel unterteilt, so kannst du direkt zu den Sichtmodi springen, die dich am meisten interessieren. Los geht's! In Ghost Recon Breakpoint gibt es viele verschiedene Nachtsichtgeräte, aber die ändern die Ansicht nicht. Eine Ausnahme hierbei bilden Splinter Cell Kopfbedeckungen und Kostüme, die es auch in Wildlands gibt, aber dazu später mehr. Beginnen wir mit den Sichtmodi in Ghost Recon Breakpoint. Hier haben wir zum einen die standardgrüne Nachtsicht mit einem relativ eingeschränkten Sichtfeld und einer eingeschränkten Sichtweite. Die Dinge in unmittelbarer Nähe werden aber definiert und scharf angezeigt. Dann gibt es die Wärmebildansicht. Die hat eine immens bessere Sichtweite als die grüne Nachtsicht, hat aber dafür weniger Schärfe und weniger Definition im direkten Umfeld. Wärmesignaturen von Charakteren werden durch Kleidung sehr stark verfälscht, also mehr blau als rot angezeigt, was die Erkennbarkeit vor allem auf Distanz etwas erschwert. Wie erwähnt, gibt es durch Splinter Cell Kopfbedeckungen und Kostüme eine besondere graue Nachtsicht wie in Splinter Cell. Die ersetzt dann die standardgrüne Ansicht und ja, die Sichtbarkeit ist eigentlich genauso wie bei der standardgrünen, ist halt nur grau eingefärbt wie bei Splinter Cell. Mit der Pfadfinderklasse gibt es noch eine zusätzliche White-Hot-Wärmebildansicht. Die Sichtbarkeit ist im Grunde wie bei der normalen Wärmebildansicht, aber Wärmesignaturen sind hellweiß und sehr gut zu erkennen. Zudem werden taktische Depots auch durch Objekte hindurch angezeigt, sodass man sie leichter finden kann. Kommen wir zu den Sichtmodi in Ghost Recon Wildlands. Hier haben wir abermals die standardgrüne Ansicht, die bietet hier allerdings eine gute Sichtweite, das Sichtfeld wird kaum eingeschränkt und alles ist mehr oder weniger definiert und scharf. Beim Wärmebild hingegen kann man Objekte kaum erkennen, alles verschwimmt mehr oder weniger zu einem blauen Brei. Die Wärmesignaturen von Charakteren werden durch die Kleidung ähnlich verfälscht wie bei Breakpoint, aber man kann sie dennoch gut erkennen, einfach weil die Umgebung einfach nur ein dunkelblauer Matsch ist. Durch die Benutzung von bestimmten Nachtsichtgeräten erhalten wir Zugriff auf eine spezielle hellgrüne Nachtsicht. Die nennt sich, glaube ich, Steiner Optik. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, so heißt die. Die ersetzt die standardgrüne Nachtsicht und bietet eine etwas bessere Sichtbarkeit als diese. Zudem gibt es auch hier die graue Splinter Cell Nachtsicht. Die ist genauso wie die standardgrüne Nachtsicht, nur halt eben grau. Durch das Tragen der Predator Biomaske oder des Predator Helms wird das Standardwärmebild durch die Predator Infrarotsicht ersetzt. An diese Sicht gekoppelt ist außerdem eine coole Soundverzerrung wie beim Predator. Sammeln, Leute. Roger, in Bewegung. Was die Predator Infrarotsicht in meinen Augen durchfallen lässt, ist dieser starke Motion Blur Effekt, der bei Benutzung aktiviert wird. Ich persönlich weiß nicht, welcher Sichtmodus in welchem Spiel da am realistischsten ist, aber vielleicht weißt du das ja, weil ich habe leider noch nie Wärmebild oder Nachtsichtgerät aufgehabt, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Mein Lieblingssichtmodus bei Breakpoint ist auf jeden Fall das Pfadfinder White Hot Wärmebild und bei Wildlands dieses Steiner Hellgrün. Welchen Sichtmodus findest du am besten? Schreib mir das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.